Für mich gibt es nichts Langweiligeres, als mich 90 Minuten vor einen Hörsaal zu stellen und meine Folien zu zeigen und meinen Text runterzureden. Ich heiße Philipp Nenninger, ich bin Professor für Automatisierungstechnik und Industrie 4.0 hier an der Fakultät für Elektro- und Informationstechnik an der Hochschule Karlsruhe. Ich bin zusätzlich der Auslandsbeauftragte der Fakultät, einer der Institutsleiter im Institut für energieeffiziente Mobilität und seit dem 1.3. dieses Jahres auch Studiendekan für den Bachelorstudiengang EIT. Mein Themenschwerpunkt ist die industrielle Automatisierungstechnik, das heißt alles, was irgendwie in Fabriken, in Produktionsanlagen Dinge automatisch tut, Prozessabläufe automatisiert und damit eben auch das Arbeiten von den Leuten, die dann wirklich in der Anlage stehen müssen und da jeden Tag ihren Job machen, auch wirklich erleichtert. Das ist für mich von daher wahnsinnig wichtig, weil sich dadurch auch so ein bisschen die Zukunftsfähigkeit unseres Standorts hier in Deutschland entscheidet. Und neben allem Spieltrieb, den ich da ausleben kann, indem ich in große Industrieanlagen gehen darf und da irgendwelche Dinge installieren und tun und programmieren, und denke ich, wir leisten dadurch halt auch einen Beitrag dazu, dass der Standort Deutschland in Zukunft gesichert wird. Wir tun das durch Dinge, die wir schon aus der Vergangenheit kennen, das heißt unsere Prozesse automatisieren, wie wir das mit unseren speicherprogrammierbaren Steuerungen können. Wir arbeiten aber auch weiter in Richtung Forschung, das heißt, wie bringen wir Machine Learning in diese Anlagen, um Produktivität zu steigern. Wie bringen wir auch künstliche Intelligenz in die Anlagen, um am Schluss mehr Informationen aus den Anlagen rauszuziehen und am Schluss vielleicht dann doch ein bisschen schlauer zu sein als am Anfang des Tages. Was mir persönlich noch ganz arg am Herzen liegt, ist eben diese Internationalisierung an der Hochschule. Und ich denke, das kann man auch schon ein bisschen an meiner Vita erkennen. Ich habe immer was mit international zu tun gehabt, habe da auch immer den Kontakt gesucht. Und ich muss gestehen, ich bin da persönlich auch sehr, sehr dran gewachsen. Und ich würde gern unseren Studierenden auch die Möglichkeit geben, das Gleiche zu erfahren. Das heißt, auch mal in einem anderen Kulturkreis zu leben und ja, sich vielleicht auch mal trivial mit einem Friseur zu unterhalten, was für eine Frisur man haben will, auf eine Sprache, in der man nicht wirklich firm ist. Sehr interessantes Erlebnis übrigens. Was ich in der Lehrtätigkeit besonders interessant finde, ist, dass unsere Lehrformate quasi mit den Studierenden mitwachsen können. Man kann sich die ersten Semester so ein bisschen vorstellen, wirklich wie eine Vorlesung, da wird noch Stoff beigebracht, während wir in den höheren Semestern dann auch immer schon das mitbenutzen können, was die Studierenden schon gelernt haben und darauf aufbauen. Das heißt, projektbasiertes Lernen ist für uns sehr, sehr wichtig. Je weiter man hochkommt in so einem Bachelorstudium, desto mehr kann man und desto mehr Freiheiten können Studierende auch bekommen. Wenn man mal so ein bisschen den Bereich projektbasiertes Lernen anschaut, dann hat man ein relativ eng umfasstes Projekt im ersten Semester, das wir gleich gleitend zur ersten Vorlesung der Gleichstromtechnik haben. Wenn man weiter hochkommt im Studium, werden die Labore immer etwas freier. Die Anleitungen sind noch da, aber man bekommt immer mehr Möglichkeiten, dann auch selber zu experimentieren. Und schließlich landet man dann bei der Projektarbeit, die dann wirklich in der Themenwahl sehr, sehr frei ist. Also ein kleines Beispiel, wenn Studierende zu mir ins Büro kommen und fragen, Herr Nenninger, haben Sie denn für dieses Semester auch nur irgendwelche Projektarbeiten, ist meine erste Frage immer, und was wollen Sie denn lernen? Da kommen dann ganz interessante Sachen raus, beispielsweise wie Roboter, die Müll selbstständig erkennen und sortieren, Cocktailmaschinen, die über Telegram und Facebook mit ihren Benutzern reden können. Und gut, manchmal geht ein Projekt auch ein bisschen in die Grütze, das ist wissenschaftliches Arbeiten, das sind eben genau diese Freiheiten, gibt dann aber trotzdem eine gute Note, weil es war ja dann trotzdem erfolgreich, zu zeigen, dass irgendwas nicht funktioniert, ist in der wissenschaftlichen Arbeit auch wirklich was wert und ist auch ein Erfolg. Ich bin jetzt auch gerade so lang da, dass ich mit meinem Masterstudium quasi fertig wäre. Das heißt, ich habe jetzt so ja, ein, zwei Studentensemester wirklich von dem ersten Semester bis zum Master begleitet. Und ich finde es auch immer faszinierend, wie die Studierenden diese Freiheiten dann auch wirklich aufnehmen und die dann auch wirklich verantwortungsvoll in ihren Arbeiten umsetzen. Was ich in dem Format an der Hochschule wirklich schätze, ist die Kommunikation mit Studierenden. Zu schauen, wie ist denn das angekommen, was ich da gerade erzählt habe, und gerade in höheren Semestern auch wirklich Impulse von Studierenden aufzunehmen. Viele von unseren Studierenden haben vorher eine Ausbildung gemacht. Spätestens im sechsten Semester waren die dann alle auch schon mal im Praxissemester und haben zum Teil wirklich faszinierende Dinge getan. Und diese Aspekte immer wieder in die Vorlesung mit einzubinden, ist was, das mich absolut fasziniert. Und
Deswegen ist diese Frage, und wie sieht denn eine Vorlesung bei Ihnen aus, kann ich meistens nicht wirklich sagen, weil ich versuche immer möglichst viel von den ganzen Inputs mit reinzubringen, die von den Studierenden kommen. Das heißt, meine Vorlesung kann dieses Semester schon einen Tacken anders sein als die im letzten Semester und sie wird sich garantiert für das nächste Semester auch nochmal verändern.